Ich heiße Stefan Pani und ich bin Maler. Meine Kernthematik ist das Unterwandern von Subversion. Es ist halt nicht so einfach, weil die Unterwanderung von Subversion wäre an sich schon auch eine Subversion. Und ich möchte einfach so den Moment dann irgendwie einfrieren, bevor sich das einlöst. Für mich ist einfach das Spektrum am größten, wenn man davon ausgeht, dass es narrative Malerei ist, also gegenständlich, weil vor einem schön gemalten Bild hebt sich dann jede noch so kleine Modifikation ab. Genau, ursprünglich ist dieses Zelt allein gewesen, in diesem großen Raum, und meine Idee war jene, dass man eine komplette Landschaft mit Campingplatz irgendwie dann so reinschiebt, ja. Und meine Vorstellung war, dass halt so eine fiktive Künstlerposition sich einnistet dort und sich einfach verschließt in den Ort, wo man eigentlich offen kommunizieren sollte. Und das Ganze ist halt beweglich, und wenn er dann aufsteht, wird es wieder weggeschoben, und er steht auf und macht sein Feuer und kriegt eigentlich nichts davon mit, dass er unterwandert wurde. Meinen fertigen Bildern gehen immer so Skizzen und Vorstellungen voraus. Ja. Um diesen Vorstellungen gerecht zu werden, bediene ich mich an 3D-Programmen. Also es wird modelliert alles. Das ist eigentlich die Erweiterung von einer Skizze für mich. Ich merke dann schon beim Skizzieren, also beim ersten Anflug einer Idee, habe ich auch schon das fertige Bild vor Augen, und ich versuche mich einfach mit den technischen Mitteln einfach dort anzunähern. Das Bild heißt Am Fundament verweilen. Also da geht es auch um den Spruch, wer hohe Türme bauen will, muss lange am Fundament verweilen. Ja, man stellt einen Maibaum auf, mit der Hoffnung auf ein fruchtbares neues Jahr, und man sieht schon, dieser große Baum fehlt. Ja. Dadurch, dass man den weglässt, nimmt das einfach ganz dramatische Züge an. Diese kleinen Figuren sind so meine Angestellten innerhalb der Bildwelten, und die arbeiten eigentlich für meine Sache. Die bereiten einfach so die Täuschungsmanöver vor, und das ist natürlich alles super virtuell, und das Mädchen ist für mich auch so eine Figur, die eben in diesen Landstrichen herumzieht, um Dinge zu finden, die sie einfach kontrastiert oder Subversion zu betreiben, und dann einfach merkt, okay, es geht einfach nicht. Und dann hat sie diesen Ausnahmezustand, und ihren Attributen fällt dann auch die Kinnlade runter. Es ist halt so, bei Kunstwerken, man kann sie einfach anschauen, ohne jetzt einen Begleittext zu haben, aber bei mir ist es schon wichtig, dass man das berücksichtigt, und man geht dann mit dem Text Hand in Hand vielleicht bis zu einem gewissen Punkt, und wenn einfach so die Grundthematik einfach einleuchtend ist, kann man loslassen und eigene Wege beschreiten in den Erzählungen.